Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wheatley hat versucht, uns zu töten. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen ihm heute ein Ende setzen. Es lädt. Es lädt. Das ist meistens ein... Nee, ich kann nicht deuten, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Perfekt. Ganz waghalsig hier rein. Beschädigte Kerne, so ein Glück. Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Oh, bitte sag nicht, ich brauche diese Gels für den Final Boss. Dann bin ich raus. Das sind kaputte Kerne. Sehen alle aus wie Wheatleys in anderer Form. Na, wobei. Okay. Lasst uns hier mal weiter steppen. Und mal schauen, wo uns denn der Weg noch so hinführt. Ich bin ja sehr gespannt, wie das Ganze hier enden wird. Schließ mich an, ich bring dich hoch. Da oben wartet Wheatley, ich sag's euch. Wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Ach, du willst dich doch rächen. Jeder will Rache, also los, rächen. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Oh, das hat schon gesprochen. Ich kann hier nirgendwo ein Portal setzen. 2 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Ich merk's! Nervengift sofort freisetzen. Nein! Drittens, Bomben sich. Wir haben das Nervengift zerstört. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten! Okay. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen. Um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Da. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Student! Da ist ein Kern! Oh! No! Hier kommt die Weltraumpolizei. Hilf mir, Weltraumpolizei. Ich komme da nicht hoch. Du willst mich sehen? Komm, du bist hoch für den Weltraum. Nein! Jump doch! Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. System blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Was? No way. Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment. Die verdammten Pumpen kleben fest. Mach nichts. Ich habe die Schilde neu kontrolliert. Ich habe einfach... Wo ist der nächste Kern, GLaDOS? Ich komm da nicht hoch. Da, ich muss da rein. Und dann jumpen. Du gönn doch! Nein! Bitte! Perfekt. Wo muss der hin? Andere Seite? Hä? Bam! Können wir ganz kurz mal, ich muss mal ganz kurz durchatmen. Okay, ganz kurz. Wir müssen die Bomben irgendwie auf ihn lenken. Schilde von oben, von unten, links und rechts. Die Bomben drauf, da wo eben kein Schild ist. Da müssen wir Kerne sammeln und sie irgendwie an ihn anstecken. Okay, ich hab's verstanden. Ich hoffe, ihr jetzt auch. Die Explosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Ich hab keinen Kern mehr. Gladys! Ich hab dir vorhin über diese Dinger gesagt. Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst.
und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst mich einfach nur, du. Von hinten. Stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Von hinten müssen wir diesmal. Letzter Kern GLaDOS! Wo denn? Ich sehe den Kern nicht. Da! Wie komme ich da hoch? Ich muss mich hochfeuern. Oh, ich weiß es. So? Oh mein Gott. Ich kann hier nichts setzen. Das ist eine schlechte Idee. Aber wobei... Nein. Wo muss ich mich hochfeuern? Hier. Hier? Hier. Hä? Oh, ich muss mich da hochfeuern. Ich hab's. Bam! Okay. 100%. War's das? Manuelle Kernaustausche. Was das? Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Pat entdeckt. Ich kann ihn auch nicht nehmen oder so. In der Pat-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Oh, das fühle ich. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Nein! PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Los, du den Knopf, los, du! Das! Nicht auf die Taste! Du hast es geschafft! Drück den Knopf! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück den Knopf! Ich hab kein... Nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück, Pfeife! Eine Bombe für die PAD-Taste! Ich wurde... Du lebst doch! Ich werde dich besiegen, Wheatley. Keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Oh, no, will. Nein. Stimmt, das war alles Mondgestein. Und das ist zu dem Geh geworden. Klar, das hat uns gerettet. Ich sag doch, der vertrauen wir. Was? Die zwei Roboter meine ich. Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von warum? Habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Sie löscht einfach ihre Menschlichkeit. Dich zu töten ist schwer. Ich weiß. Wie mein Leben früher war, ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Das Lachen ist ein bisschen weird gewesen. Aber sie lässt uns einfach so gehen? Really? Das habe ich halt null erwartet. Ich kann mich nicht bewegen. Sind wir in den Credits? Die Gänsehaut, oh mein Gott. Nee.
Ja, lol! Ah, es kommt wieder Musik. Natürlich, muss ja. Schalte mich da mal ab. Bis später. Der Begleiter Kubus, er ist wieder da. Oh mein Gott, Leute, das war ja mal zu witzig. Der Begleiter Kubus will ever be with us. Leute, so muss das. Ganz ernsthaft, das Game ist gut. Auch wenn ich in den letzten Folgen echt manchmal ein bisschen... Bisschen wütend war. Weil manche Rätsel waren halt wirklich echt... Boah. Bis ich das System verstanden habe, sind wirklich 20, 30 Minuten im Schnitt... Dann nachher, seht ihr das gar nicht, aber 20, 30 Minuten nur für so die Lösung eines Rätsels. Ich habe dann auch nachher irgendwann einfach im Internet geguckt, weil ich einfach keine Ahnung mehr hatte. Ich war komplett überfordert. Aber es waren keine zu langen Passagen, wo schwere Rätsel habt. Gut, diese eine Sprungpassage ist wirklich unfair, weil... Ihr habt es gesehen, manchmal springt man gerade hoch und dann wieder schräg raus. Das ist ganz, ganz weird gemacht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Aber ich finde, das war echt cool. Doch. Also nicht der Sprung, ich meine, auch das Ende jetzt war echt, echt cool. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. Okay, ja. Ich fand, es war ein wirklich, wirklich gutes Game. Die Reise hat mir total Spaß gemacht. Ich dachte nicht, dass wir jetzt schon direkt am Ende sind, dass Teil 9 das Ende ist. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte... Okay, Teil 9, ja, wenn dann bei Teil 10. So eine gerade Zahl wäre schon besser. Vor allen Dingen ist es eine Zahl, die durch 3 teilbar ist, Leute. Ihr wisst, was das heißt. 3 mal 3 ist 9. Ihr wisst, was das heißt. Portal 3 confirmed. Ich sag's euch. Ja. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann zum Schluss echt noch so eskalativ wird. Ich dachte mir, ja gut, also... Ja. Oh, was ist das? So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Wheatley! Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende.
Yo, was? Das Game hat sich einfach von selber geschlossen. wär schön, wenn du den Startscreen nochmal... Hans, kannst du das mal anmachen? Regie? Danke. Okay. Das Game schließt sich einfach. Wow. Es war mir eine Ehre, mit euch diese Reise zu machen. Es hat mir so immens viel Spaß gemacht. Also gerne beim nächsten Mal nochmal. Und das ist das Ende. Vorerst. Zumindest wenn ich jemanden finde, der mit mir im Koop-Modus spielt, dann wird es den Koop-Modus natürlich auch noch geben. Der auch nochmal irgendwas zur Story beiträgt. Genau wissen tue ich das nicht. Aber dann, ja, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Projekt wieder ein. Was auch immer das sein wird. Wir sehen uns, bis bald, Leute, und schönen Tag noch. Und esst eure Kartoffeln auf.